Ja, was wir auch mal bauen werden, das wäre vielleicht sogar mir das Liebste am Anfang, das wäre eine Baumfarm. Eine automatische Baumfarm. Ich hatte überlegt, ob ich das mit Steve Katz mache, aber die sind mir noch absolut unverständlich. Da habe ich einfach noch überhaupt keinen Plan von. Dementsprechend wird es dann wahrscheinlich auch wieder eine mit Maschinen sein. Da habe ich mich auch schon mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Wäre auch eine Möglichkeit. Können wir auch. Wir können ja auch beides so im Synchronflug machen. Ist ja auch drin, ne? Na, hier erstmal das Gelumpe hier wieder. Nein, das Gelumpe gehört von das rein. Brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich hiervon auch wieder mehr als genug. Die Enderpearls. 6 Stück. Haben wir noch welche? Ja, das lohnt sich auch schon mal. Ein richtiges Lagerhaus werden wir uns dann auch mal bauen. Soll ja auch da hinten unterirdisch entstehen. So, Shovelings, da mal rein. Und so, jetzt ist halt wie gesagt nur die Frage, was baue ich zuerst? Mache ich jetzt wirklich eine Yu-Yu-Meta-Farm, wo ich sehr viel Material für brauche? Ich kann es ja einfach mal versuchen. Ich hoffe, das reicht alles, was ich dafür habe. Bauen wir mal... ich lege mal meinen Zettel hier an die Seite. Das heißt, wenn ich mal jetzt gleich ein bisschen am Mikro vorbeirede, bitte nicht wundern. Mensch. Ja, verdänsch mir doch einen. 2 Diamonds, Gold und einen Cyan-Wolle. Ja, und Cyan ist... Ich hoffe, habe ich nicht Cyan noch? Ich hoffe, ich habe Cyan noch. Wo wir bei Wolle sind, wir bräuchten auch mal Schäflines hier so ein paar, glaube ich, ne? Verdammt. Also blau habe ich und gut, ja, Kaktusgrün kann ich mir auch schnell herstellen. Ist jetzt nicht das Problem. Ich weiß gar nicht, habe ich da hinten eigentlich einen Electric Furnace? Wäre vielleicht... Warum brauche ich mir nicht eigentlich so einen mal und klatsch den da noch irgendwo? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich einen habe. Ah, es ist schlimm, wenn man schon... Es ist jetzt auch schon, wie gesagt, so ungefähr 2 Wochen her, oder was, dass ich hier gespielt habe. Oder fast 3 sogar. Habe immer noch, wie gesagt, unzählig viele Folgen im Vorlauf. Hier mal den Wrench. Das hat auch mal so ein bisschen Gekrüsselkrams drin. Aber habe ich hier unten vielleicht schon einen Elektrik... Aua, mein Bein! Induction Smelter. Nee, ja, wir könnten es theoretisch auch mit Induction Smelter hier machen. Oder? Auch nicht. Pulverizer, Liquid Transposer. Gucken wir mal kurz was, wo ich das denn alles mitmachen kann. Cactus Green. Ja, Smelting, genau das hatte ich ja eigentlich vor. Mit einem Powered Furnace brauche ich dafür also gut. Mixer. Oh, Shapeless Crafting. Ja, nee. Also mal einen Powered Furnace hier noch irgendwie zwischenhauen. Der könnte da hindern. Wir haben einen Auftrag. Wir bauen uns mal einen Powered Furnace. Was brauche ich denn da alles für? Was hat er denn? Powered. So. Detector Powered. Powered Furnace. Bricks. Ja, Bricks mir doch was. Habe ich Bricks überhaupt schon? Clay müsste ich haben. Wir werden also auf jeden Fall da hinten noch ein bisschen bauen. Aber der fehlt wirklich eigentlich noch. Und das, warum denn noch nicht? Wir haben es. Wir haben ihn ja. Wir können es ja mal bauen. So ein bisschen hier automatisieren, ne? Vorbereitungen treffen. Und wie gesagt, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall schon mal, wo es hingehen wird. Was mein Ziel wird. Also Yu-Yu Meta Farm, Baumfarm wird beides hier irgendwie hinkommen. Powered Furnace. Powered Furnace. Clay wollte ich gucken. Habe ich noch viel Clay? Aber ich hab Clay noch. Yo, wie viel brauche ich denn dafür? 8 Stück. Stück. Da. Zack, dann benutzen wir hier hinten mal unseren alten Ofen. Schmeißen wir erstmal das da rein. Dann haben wir wenigstens auch gleich das Kaktusgrün. So. Können wir uns das wenigstens machen? So, haben wir zweimal Cyan. Haben wir noch Wolle? Haben wir Wolle irgendwo? Greywool hätten wir. Ich bin aber jetzt eigentlich da. Ach, da haben wir doch. Mensch. Ja, wir haben Wolle. Und wenn nicht, hätte ich mir welche aus Fäden machen können. So, zack, haben wir die auch. Zyan hier mit rein. Ah, hier haben wir auch so viel Unfug noch mit drin.
glaube, so ging das. Und dann zwei Diamonds. Ne? Jetzt habe ich den French gerade nicht 100 Pro im Kopf. Ich hoffe, ich habe es richtig. Yay! Prototype Omni-French. Wir haben ihn. So. Ich. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Philipp von dir. So, das haben wir also auch. Was brauchen wir denn da noch alles für? Wir haben die beiden, wir haben Redstone, hätten wir. Copper dürften wir auch haben. Das ist auch nicht so wild. Das machen wir dann, glaube ich, auch hier hinten mal an dem Table. Da habe ich dann doch etwas mehr schon. So. Nein, was andersrum? Ja, sowas. Manometer. Den, zwei Copper, ach ja, den Maschinenblock. Vier Glas, vier Iron und Gold. Ingvar Ingot, Iron bräuchte ich. Und sogar vier. Ups, so, zack, zack, so. War es jetzt so? Oder, ich vergesse das immer so ein bisschen. So, Gold und dann nur noch den Glas. Glas hatten wir hier hinten auch noch. Die Kisten muss ich dann auch mal langsam mal sicher da hinten reinholen. Deswegen wird es mal wichtig, wenn wir dann wirklich mal hier umgebaut haben, auch mit größeren Lagersystemen oder überhaupt einer großen Lagerhalle, dass das hier noch so das Handlager auf gut Deutsch ist, wird es doch alles schon mal etwas beschaulicher. So, dann haben wir das. So, Copper und Redstone brauche ich noch. Copper, Copper, Copper. Copper. Ich hoffe, das geht auch mit den beiden. Powered Furnace. Wir haben ihn. So, dann bauen wir den mal hinten gleich ein. Dann haben wir den wenigstens auch. Ist er. Und eine Rüstung wäre, glaube ich, auch mal langsam etwas angebracht. Obwohl die ja doch von Enchantings her recht gut ist. Und ich mich damit ja sogar schon in den absolut tödlichen Nether gewagt habe. Böse Erinnerungen. Soweit, so alles gut. So alles gut. Oder mach mal hier eine zweite Reihe Maschinen oben drüber. Was man hier mal machen könnte, wäre die ganzen Dinger mal aus. Ist ja vielleicht doch nicht so das Wahre, wenn hier mal irgendwas drin ist, was. Nicht, dass es weitergereicht wird, wenn ich es nicht will. Der Liquid Transposer. Gut, bei ihm ist es gewollt, dass er da rausgeht. So. So, Powered Furnace. Zack. Wupp, ist er voll. Sehr schön. Zack, zack, zack. Wunderbar. So. Dann haben wir den Powered Furnace. Aber eine Baumfarm wäre vielleicht wirklich. Ja, ich bin gerade am Mikro vorbei. Recht angebracht, Harvester. Ist jetzt auch nicht so schwer zu bauen. Können wir uns sogar komplett schon erlauben. Das andere müsste ein Planter sein. Lenta kriegen wir theoretisch auch schon komplett hin. Das heißt, die beiden Sachen sind schon mal drinne. Bräuchte man da nur noch eine passende Fläche für. Ja, ich glaube, Emerald-Updates bräuchte ich dann dafür noch. Das heißt, da... Na okay, wir kümmern uns jetzt mal um den Dingsbums hier. Das war jetzt, wie gesagt, Yu-Yu Meta Farm in die Richtung mal gehen. Igneus. So... Das Ding ist also wie üblich. Kein Problem. Allein da schon möchte ich mal gerne ein Rezept für haben. Hui! Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. So, kein Redstone mehr. Haben wir hier hinten noch Redstone? Haben wir hier hinten noch Redstone? Haben wir hier hinten noch Redstone? Hat schon. Ist!
Ja, ich glaube, ich muss auch bald mal wieder auf Redstone-Jagd gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was in meinem Pack drin... Stimmt eigentlich, habe ich das eigentlich schon komplett leer gemacht? Ja. Haben wir. Da ist nicht mehr viel drin von dem, was man nicht gebrauchen könnte. So. Zack und zack. Jetzt haben wir das eine Ding hier schon mal. So, Igneous Extruder. Das hätte ich jetzt natürlich überhaupt nicht gebraucht. Knatschig werde ich gleich. Ich bin nochmal wieder völlig verpeilt. Glas brauchen wir. Das nehmen wir auch gleich mal mit nach hinten. So, zack. Iron. Und la. Zack, zack, zack. Man könnte ja vielleicht auch da von den Maschinen-Dingern schon mehr als einen bauen, theoretisch. Wir werden sie brauchen. Wir werden sie eh brauchen. Also wie gesagt, da baue ich gleich mal 3 Stück von. Lalalala, tralala, tralali, tralalala. Da haben wir unseren Farbpinsel. Was ist hier denn alles für Gelumpse drin? Was ich jetzt vielleicht gerade nicht brauche. Hier noch Lampen und das. Na gut, packen wir das erstmal wieder zurück. So. So, wir haben das hier. Jetzt wollen wir das da machen. La, 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 la. Bums, haben wir den auch. Da werden wahrscheinlich auf die Dauer auch mehrere, also wenn das wirklich eine größere Yu-Yu-Meta-Farm werden soll, werden wir da mehr von brauchen. Dementsprechend muss ich dann auch sehen, wenn ich das da unterirdisch alles aufbaue, dass ich so plane, dass wir das auch upgraden, also erweitern können. Im Endeffekt will ich euch jetzt ja dann nur mal zeigen, wie das Minimalprinzip aussehen sollte. So, und das machen wir jetzt mal. Oh, aha, Pisten fehlt noch. Holz, Kobbel, Eisen, bla. Alles nicht in der Tasche, Mist. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch Holz und Kobbels. Ja, wollen wir uns ja mal nicht über einen Kobbel streiten. Holz, da. Ah, Mensch, da, habe ich gesagt. Ja, nehmen wir das da, so zack. Zack, zack. Nick. Wark so rum. Und kurz die gekoppelten. So, Pisten. Meschen. Das da, was brauchen wir jetzt noch? 2 Tins. Haben wir hier noch Tin drin? Ne, hier haben wir leider kein Tin drin. Tin. Rintintin. Da geht uns auch so ein bisschen zu neu. Wir werden mal auf... Ich muss die Schmelz auf jeden Fall mal wieder richtig quälen. Unten hin und oben Glas. Und dann haben wir auch den. So, wir haben unseren Igneous Extruder Nummer 1. Den Wunsch haben wir. Eisen... Pipes bräuchten wir noch. Iron Transport Pipes. 2 Iron und Glas. Gut. Da mache ich mir gleich ein paar mehr. Da werde ich bestimmt welche brauchen. Haben wir auch. So. Was braucht man noch? Eine Deep Storage. Sehr schönes Ding, muss ich sagen. Die Deep Storage, die wird ja auch das, was etwas umständlicher wird. Weil wir da ja Untouched Tesseract für brauchen. Das hier ist alles kein Problem, das mache ich aus Gummi. Wir brauchen viel Gummi auch mit der Zeit. Also ich glaube wirklich, eine Baumfarm wird fast schon echt für die Yu-Yu Meta Farm das Nonplusultra. Nicht zuletzt auch, weil wir das ganze Holz, wenn die wirklich gut läuft, das können wir ja dann auch für andere Sachen verwenden. Unter anderem zur Herstellung von Dingsbums, ne? Energie. Dass wir dann wirklich da Generatoren mit Holz betreiben und mit denen ordentlich Strom erzeugen. So, ich glaube, ich werde mir mal da drüben eine Iron Chest gönnen. Fast zumindest. Ist. Haben wir nicht noch kleine Chests, so ganz normale? Hatte ich da nicht noch? Weil dann brauche ich jetzt keine bauen. Wusste ich es doch, dass ich da noch eine habe. So, zack. Denn dann packt man nämlich so das wichtige Gelumpse schon mal hinten mit rein.
Und dann machen wir uns jetzt wohl dann wirklich erstmal auf die Arbeit dazu. So, Harvester. Ach, halt die Pappen, du kommst hier eh nicht rein. Was ist Karma? Ach ja, Leaf Harvester und das, ja, Mann. So, wir brauchen zwei Shears, eine Iron Axe, Plastik, brauchen wir Gold und so ein Ding. Hey, wir haben fast alles dafür.